In den Bergen zieht gerade der Sommer ein und mit ihm die Wanderer, Bergsteiger und Biker. Sie genießen die Natur und gern auch zünftige Brotzeiten auf den Hütten. Deren Wirte allerdings haben Sorgen. Die Naturfreunde bringen nämlich nicht nur gute Laune mit, sondern auch jede Menge Ansprüche. Urig und authentisch soll es sein, aber bitte mit Biertischen ohne Spreisel und Böden frei von Unebenheiten aller Art. Jeder verstauchte Fuß ist gut für eine Schadensersatzklage und die immer neuen Sicherheitsvorschriften sind kaum noch umsetzbar. Die ersten Wirte geben schon auf. Sie scheitern, weil immer mehr Gäste das Leben für ein Rundum-Sorglos-Paket halten, das andere für sie schnüren müssten. Sich den Umständen anzupassen, kommt ihnen nicht mehr in den Sinn. Umso bemerkenswerter, was ein Richter vor kurzem entschied. Er hatte eine Klage abgewiesen und dazu gesagt, mit rutschigen Wegen müsse man rechnen. Das gehöre zum Lebensrestrisiko. Das Lebensrestrisiko. Wie gern vergessen wir es. Und was tun wir nicht alles, um es auszuschalten? Aber nicht einmal Gott funktioniert als Vollkaskoversicherung. Auch er mutet uns dieses Restrisiko zu. Er mutet uns zu, uns Umständen unterzuordnen und damit zu rechnen, dass urige Berghütten krumme Dielen haben. Das hören wir nicht gern, doch dem Lebensrestrisiko ins Auge sehen heißt, an Lebensklugheit gewinnen. Und die hilft nicht nur auf Berghütten. Ihre Pfarrerin Jutta Martin von der Ökumenischen Hochschulgemeinde Kempten.